Alright, Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu Moon Black 2. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Victory Road. Hatten wir hier schon einen Encounter? Ich denke immer noch, das ist eine Nuzlocke, Digga. Und sagt so, hatten wir schon einen Encounter? Dabei ist es ja nicht. Aber was geht, was geht? Willkommen zurück. Ein Mihikil. Level 56. Alright, Mihikil ist eigentlich ziemlich cool, aber, wir gehen da raus. So, Freunde, wie immer, ich hoffe, ihr enjoyt das Projekt immer noch bis hierhin. So, by the way, an sich war dieses Projekt ja ein Talk-Thema, aber ich weiß auch nicht, über was ich reden soll. Real Talk, bei mir passiert halt nichts. Ich komme vom Work, ich setze mich am PC und dann streame ich, also in der Woche, Real Talk, und dann streame ich einfach und dann gehe ich offline und penne und... Ja, das 5 Tage in der Woche und dann am Wochenende wache ich auf. Meistens schon 10, 15 Minuten nach dem Aufwachen nehme ich einfach auf. Ich hätte vielleicht hier und da mal ein paar Mal frühstücken sollen oder so, I don't know. Und erstmal richtig wach werden und dann aufnehmen und so. Aber ich fühle es halt erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So habe ich mir jetzt, sage ich mal, es dank YouTube so beigebracht. Das wäre eigentlich ein cooles Thema, das ist jetzt spontan. Dieses, was YouTube mir beigebracht hat, beziehungsweise wie YouTube meinen Charakter... Bitte nicht. Please don't do it. Please. Oh my goodness, my ass cheeks. Was YouTube mir da beigebracht hat, beziehungsweise wie es mich geformt hat und weiterentwickelt hat und weitergebracht hat tatsächlich, obwohl ich noch nicht wirklich Erfolg hier habe. Eigentlich ist der Channel immer noch Gigadad und... Ja, whatever. Hoffen wir einfach mal eines Tages. Wäre sick. Alter, das hat so viel Schaden gemacht, obwohl es resisted ist. Das ist crazy. Alright, so. Gut. Freunde, was ich sagen wollte ist... ich habe halt Real Talk eigentlich zero Freizeit, weil ich wirklich eigentlich alles in YouTube oder Twitch stecke. Also eher an beides. Und da habe ich dann noch nicht so viel Themen. Passiert auch nicht viel und... Arbeitstalk will keiner hören und da passiert auch nichts und whatever. Ist aber auch scheißegal. Also, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir zu der Zeit, wo ich es aufnehme, ihr werdet es wahrscheinlich 1-2 Wochen später sehen, aber jetzt gerade zur Zeit, wo ich es aufnehme, hatten wir gestern einen richtig kranken Freezing Sapphire Stream. Ich habe Freezing Sapphire jetzt vor einer Woche oder 2 Wochen oder so wieder komplett von vorne angefangen. Waren bei Run 17. Ne, also 17 Versuche, beziehungsweise 16 mal gescheitert. Das war dann der 17. Versuch. Und wir waren kurz vor dem 7. Orden. Also was heißt kurz? Eher gesagt kurz vor der Aqua Headquarters, vor dem Versteck. Und bevor man ja so gesehen weiter progressen kann in der Story, muss man ja den Rivalenkampf machen. Haben wir Zerschneider? Nein. Und ich hätte den Rivalenkampf gewinnen können, sagen wir es mal so. Aber, wir machen mal eben Pokeride, warum nicht? Ich hätte den gewinnen können. Und bis dahin, man hatte ja vorher noch einige eklige Fights. Beziehungsweise, ich fange mal so an, der Stream hat damit gestartet, dass ich Wiebke machen musste, also 6. Arena-Leiterin. Da haben wir so aufgehört und schon im vorgestrigen Stream, ja, vorgestern war es dann, da hatte ich ja die Trainer in der Arena gemacht. Und da war ein Optionaler, den man dodgen kann und der Optionale hat mich fast gewiped, obviously. Griffeld ist sehr defensiv, bla bla bla, hat 2-mal Ränkeschmied rausbekommen, inklusive dann Finsteraura gespammt. Ja, da machst du nichts. Da machst du halt wirklich einfach nichts. Plus 4 Finsteraura, das hat so reingeschallert. Plus Max IVs, da machst du wirklich nichts. Und natürlich hatte ich mein Main-Team nicht mit, weil wenn ich 1-2 Pokémon verliere durch Unfortunate Crit, dann, hatte ich nicht Bock, irgendwie mein Main-Team da zu verlieren. Aber ich habe tatsächlich 1-2 Pokémon mitgenommen, die halt sehr effektiv gegen diese Flugarena waren, unter anderem zum Beispiel hier Schneckmack, also Makago war sehr, sehr gut. Wen noch? Ich glaube, ich hatte das Garados auch. Es ist ja ein Custom Garados am Freezing Sapphire. Das ist ja Drache Wasser mit Bedrohr. Bedrohr, best Ability überhaupt in Nuzlocke.
Das hatte ich auch mit. Das ist dann einfach verreckt worden. Das ist einfach literally geyeetet worden in den anderen Realm durch ein Klaumwetzer Sturzflugkrit. Ja, ziemlich unlucky. Aber passiert. Auf jeden Fall wurde ich sehr oft gekrittet. Dieser optionale Trainer hat mir dann 5 Pokémon genommen, bevor ich überhaupt bei Wiebke war, tatsächlich. Dann kam ich bei Wiebke an. Wiebke verlief eigentlich relativ gut. Ich habe sehr viel gepreppt dafür, dies, das, bla bla bla, und gekalkt und all so ein Scheiß. Und der Fight lief an sich ganz gut. So. Dann muss man ja auf den Pyroberg gegen Wolfgang, und Wolfgang ist ein Double Battle im Freezing, und der hat mit seinen Mega-Summ-Packs im Regen, was ja Wassertempo hat, was gigaschnell ist, alles outspeedet und gewaltig Schaden drückt. Also das wirklich. Mega-Summ-Packs im Regen hat, glaube ich, den größten Cock im gesamten Spiel, finde ich, was Pokémon betrifft, meiner Meinung nach. Ja, und das hat mich dann 3-mal gecrittet oder 4-mal sogar. Auf jeden Fall 2-3-mal Earthquake-Crit into Kaskade-Crit. Und ja, da hat mir definitiv der Spaß dann auch so ein bisschen gefehlt. Weil ich habe natürlich nicht gecrittet. Ich wurde der gecrittet wurde. Und habe vor allem mein Velsar, was schon Earthquake, Nassschweif und so hatte, mit roher Gewalt hat es in dem Hack durch einen Crit-Kaskade verloren. Weil da musste, glaube ich, ja weniger. Ist das Teil schneller als wir? Flotze ist relativ schnell, aber wir sind schneller. Volt Switch killt, glaube ich, nicht. Könnte 4 Level drüber. Ja, okay. 1 HP. Unlucky. Ja, da wurden wir alles gecrittet, haben schon relativ viel verloren, bla 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 und so. Machst halt nichts. Und dann kam der Rivalenkampf. Der verlief am Anfang relativ gut und dann ging es halt los, Alter. Dann ging es halt los, weil zum Beispiel, natürlich ist er schneller als mein Gardevoir. Wie langsam ist unser Gardevoir in diesem Playthrough eigentlich? Ein Crit. Ja, gerade wo ich davon gesprochen habe. Wie langsam ist unser fucking Gardevoir? Das ist ja Gigatrash. Das brauche ich ja gar nicht dann ins Team nehmen, wenn es so langsam ist. Ich meine, Floatzel ist wirklich schnell, aber whatever. Egal, auf jeden Fall verlief der Fight ganz gut. Und der Rivale oder die Rivalin hat ja zum Beispiel Traummagel, und das ist Geistfee in dem Hack, plus Elevoltec, was Elektrokampf ist, mit der Eisenfaust-Ability und Uplight-Typ und boah, Alter. Dann natürlich, je nachdem welchen Starter man nimmt, hat sie halt noch das Kanto-Trio, also die Starter. Und wie gesagt, welchen man nimmt von Anfang an den Starter, entscheidet dann auch, welchen Kanto-Starter sie hat und allgemein noch welchen anderen Starter, bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir können hier nicht viel machen, ne? Wir machen Dark Pulse, hat ja keinen Feentypen. Shadow Ball trifft nicht. Oder ist das Flug? Ist es Flugfee oder Normalfee? Ich weiß es gar nicht. Wir machen mal einen Shadow Ball. Es ist Flugfee. Ah ja, ich dachte mal, Togekiss wäre Normalfee. Okay, ja, Flugfee macht mehr Sinn, whatever. Ja, lief eigentlich ganz gut, wie gesagt. Traummagil, bisschen Probleme gemacht, da haben wir auch gekalkt, bla bla bla. Aber dann Glurak hat mich einfach weggejietet in der Sonne. Also Glurak Y in der Sonne, plus das Dressella, was sie dann hatte, weil ich Smetpo gewählt habe als Starter. Ich konnte da nichts machen. Das Mega-Glurak hat einfach alles outspeedet, hat Low-Kanonade gehabt und hat einfach alles weggejietet. So, warum ich das zum Beispiel auch sage, ist halt, oder warum ich das anspreche, ist, da Freezing Sapphire jetzt, ich arbeite auch wieder dran, es kam ein Update draußen, ein riesiges Update folgt noch wirklich, das wird riesig, habe ich halt an sich wieder Interesse am Pokémon. Dadurch, dass ich es wieder von vorne angefangen habe, warum nicht? Und ich habe auch ein, zwei andere Streamer angeschrieben, und es gibt aktuell 2 Leute, die es auch nebenbei streamen. Lol, neben Olga. Und der eine, der zockt es halt auch als Hardcore-Slog, und der befindet sich jetzt vor Wiebke, tatsächlich. Wir sind fast gleich schnell gewesen, sagen wir es mal so. Oh mein Gott. No way. Ah, gegen den kämpfen wir nicht, oder?
Oder? Oh no. Oh no. Dragonclaw. Okay, cool. Gute Idee. So, auf jeden Fall zockt das auch als Hardcore-Nuzlocke, bla bla bla, ist vor Weepke und keine Ahnung was. Und der hatte auch Blaze Black und Renegade Platinum und so alles gezockt. Was halt, sagen wir mal, die beliebtesten Hacks sind, ne? Ist ja egal in welchem Raum, aber im deutschen Raum tatsächlich, das habe ich ja auch schon öfter angesprochen, zockt man fast nur diese Hacks, weil die halt bekannt sind und man weiß, okay, die sind jetzt nicht zu gigabroken, sie sind schwer, sind aber auch nicht zu einfach, bla bla bla. Sie haben halt so den Mittelpunkt, aber dies, das, bla bla bla. Und er hat das auch alles gezockt. Und ich habe ja schon mal bereits gesagt, es haben auch vorher schon andere Streamer Freezing Sapphire gezockt und auch andere Hacks und bla bla bla. Und haben Freezing Sapphire mit Radical Red verglichen. Für die Leute, die es nicht wissen, Radical Red war damals, jetzt vor knapp einem halben Jahr oder so, der schwierigste Hack überhaupt. Also hat man so gesagt. Und Impossible to Nuzlocke, bla 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 und keine Ahnung was. Aber mittlerweile geht's, weil man so herausgefunden hat, wie die AI tickt. Und jeder, wirklich jeder, der bisher Freezing Sapphire gezockt hat, war sehr, sehr positiv überrascht und fand, dass Freezing Sapphire, obwohl man da ja nicht so richtig custom scripten kann, weil 6. Gen und so. Wer bist du, Digga? Ich würde gerne meine Pokémon heilen. For you, bla bla bla, I would like to test your skill. Oder ich bin nicht geheilt und ich habe ein totes Pokémon. Wer ist das? Elaine. Ist das vielleicht der Hackersteller, also der Grundhackersteller? Es ist Level 55. Ja gut, die Levelkorbe wissen wir in dem Hack, die existiert hier schon mal gar nicht. Deswegen, ja gut, Wall-Switchen wir einfach. Ja, und alle haben gesagt, Freezing Sapphire und vor allem jetzt auch der neue Dude, ne, der jetzt auch vor Weepke steht, hat zu seinem Chat auch gesagt, dass Freezing Sapphire bisher der härteste Hack ist, den er je gespielt hat, obwohl es da nicht so viel Option. Thunderwave auf ein Elektro-Pokémon. Ah ja, wahrscheinlich. Okay, cool. Interessantes Moveset, sagen wir es mal so. Ja, er hat gesagt, das ist wirklich der härteste Hack, den er je gespielt hatte. Und sein Chat hat das halt in Frage gestellt, ne? Also, er ist, glaube ich, schon 5-6 Mal beim zweiten oder dritten Orden gewiped oder so. Obwohl der Schwierigkeitsgrad progressiv ist, aber er geht auch komplett blind rein, dies, das, bla 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 und so. Ist mega nice. Und dann meinten halt, also ein paar Leute aus seinem Chat, ja, zockst du jetzt nochmal? Wir könnten in Wander gehen. Tita kann, glaube ich, Donnerblitz lernen. Ich glaube ja, aber ich glaube, das wird er nicht haben. Vielleicht schon. Manche Attacken sind ziemlich random. Ah ja, aber im Chat haben sie halt gefragt, dies, das kannst du mal wieder Blaze Black 2 zocken oder andere Hacks und so. Und da meinte er dann, er wird erstmal Freezing durchzocken, selbst wenn er jetzt nochmal Wipe von vorne anfangen, weil der Hack ist extremst cool. Der macht richtig viel Spaß und er ist schwer, aber nicht zu broken. Manche Kämpfe, manche Pokémon sind richtig stark, klar, aber er ist nicht zu broken. Und das ist das, was ich halt hören wollte. Und das weiß ich halt auch, weil ich habe Freezing Sapphire jetzt selber schon durchgespielt. Zweimal tatsächlich. Jetzt fange ich einen kompletten neuen Run an. Bin, ja, beim Rivalenkampf in Seegras Old City gewiped. Und, ja, warum ich das Ganze anspreche, ist halt einfach, weil ich Kommentare erhalten habe, jetzt nicht nur auf YouTube, sondern auch manchmal in meinem Stream oder was weiß ich. Was sie halt gesehen haben, natürlich Snibuna mit Ice Beam, warum auch nicht? Warum keine physische Attacke? I don't know. Ja, dass manche Sachen doch extrem broken aussehen und bla bla bla, wie kann ich nur meinen eigenen Hack strugglen und keine Ahnung. Natürlich, der 5-Level-Sprung, man kennt ihn, ne? Normale Pokémon 55, dann kommt das Mega-Pokémon rein, was uns wahrscheinlich outspeedet auf Level 60 direkt. Warum denn auch nicht? Haben wir überhaupt da eine Antwort drauf? Es hat fucking Dürre, Alter. Wenn man Protect machen, hat es Solarkraft. Obwohl, es hat Dürre gehabt. Nevermind. Dragonclaw. Er wird uns eh outspeeden, ne? Ja, aber ich kann hier niemanden reinpivoten. Whatever. Wir outspeeden ihn sogar. Krass. Ja, okay, wir sind 11 Level drüber. Ja, okay. 18.
So, und dann kommen Metagross. Metagross, das sollten wir, denke ich, wieder von 50 outspeeden, vor allem wegen Levelunterschied, und das stirbt einfach an Earthquake. Wir sterben wahrscheinlich an Life Orb, obwohl wir haben 31 Leben. Ich glaube, wir überleben mit 5 oder 7 KP oder so. Ja, 6. Genau die Mitte davon. Aber gut, ich glaube, das war der originale Hackersteller oder so. Also, der die Idee hatte für diesen Hack. Weil soweit ich das ja mal im Forum gelesen habe, bevor ich das Projekt angefangen habe, haben ihnen mehrere Personen geholfen. Ist ja nicht schlimm. Hilfe ist immer nice. Vor allem, wenn die Leute das auch anbieten. Blablabla. Aber ja, zurück zum Thema. Und ich habe ja auch dementsprechend dann zum Beispiel, ich kann jetzt auch mal einen Namen nennen, ist ja an sich egal, zum Beispiel auch diesen Present wieder angeschrieben. Ne? Ich denke, den kennt ja jeder hier in der deutschen Pokémon-Szene. Und damals hat er gesagt, ey, aktuell passt nicht, ich bin aktuell so hart in Renegade Platinum, bla bla bla. Ja, keine Ahnung, da habe ich nochmal angeschrieben und dann kam wieder, ey, passt nicht, ich habe gar keine Zeit und so. Ist ja auch alles nicht schlimm, kann ja auch Real Talk so sein. Nur finde ich es halt extremst schade, dass kleinere Creator, sag ich, offener sind gegenüber unbekannten Hacks oder was weiß ich, anstatt größere. Ich weiß nicht. Natürlich kann ja auch die Angst dazu noch kommen, die Angst da sein, dass man eventuell einen kompletten Virus geschickt bekommt, so einen Keylogger, und dann ist GG, man verliert seinen YouTube- und Twitch-Account. Kann ich verstehen. Aber man kann ja auch zum Beispiel hier diesen Antivirus-Check da auch schicken. Gibt ja so eine Seite, wo man dann Sachen da durchchecken lassen kann und der checkt ein, ob da Viren drauf sind oder so. Wie ist es nochmal? Antivir-Total-Virus? Ah, ist aber egal. Ja, keine Ahnung, ich finde es schade. Ich hoffe immer noch auf den Moment, wo das ein einziger großer Deutscher zockt. Muss jetzt nicht riesig sein, aber. Oder halt jemanden, der extremst viel Erfahrung in Hardcore Lock hat. Extremst viel. Das würde mir auch an sich, sage ich mal, befriedigen. Würde mich zufriedenstellen. So. Aber ja, es wäre sick. Weil deutsche Hacks gibt's an sich so gut wie gar nicht. Und warum nicht? Ich bin gespannt, welches Level die jetzt hier sind. Die Trainer davor waren ja irgendwie gefühlt 50, 55 oder so rum. Oder 60. Ich glaube 60. Und jetzt der Main-Trainer war eben 55. Welches Level sind die jetzt? 80? 68. Also ihr seht's ja selber. Ich. Ja, I don't know. Weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also, die Level-Kurve ist sehr, sehr weird. Wenn die 68 sind, wird die Top 4 wahrscheinlich 75 sein oder so, oder 80, und der Champ 100. So wie ich die Level-Kurve mittlerweile kenne. Wir werden uns auf jeden Fall, denke ich, auf 80 machen. Denke ich, für die Top 4, und einfach mal gucken, welches Level die sind. Und für den Champ dann auf 90 oder 95. Das Glurak sieht relativ cool aus eigentlich sogar. Sieht sogar eigentlich relativ cool aus. Wir machen Surfer, macht mehr Schaden. Ach ja, ist ja schneller. Natürlich. Wir sind ja Minus-Speed-Wesen und so. Das überleben wir nicht. Emolga würde das outspeeden. Würden wir es killen? I don't know. Ich glaube eher weniger. Wir haben noch den Speed angehabt gerade. Wir outspeeden nicht. Ja, Meregluga Y habe ich auch eben gerade erwähnt. Extrem fast. Das war ein Crit. Ich glaube, der hat sogar. Nee, der hat nicht gemattert in der Sonne. Dies, das. Ich glaube nicht. Aber ja, Glurak. Meregluga Y in der Sonne. Da kommen die Vietnam-Flashbacks von gestern zurück, Alter. Solar Beam. Das wird trotzdem gut Schaden machen. Ich speede mal eben wegen der Animation. Es ist okay. Ja, wir killen nicht, das war aber auch klar. Solar Beam können wir in Beans gehen. So. Kurz ein bisschen den Speed-Button reinheaten. Das wird trotzdem richtig viel Schaden machen, oder? Alles macht irgendwie giga viel Schaden, obwohl es resisted ist. Ne, es geht. Real Talk, es geht, klar. Ja, wir können einen Flamethrower machen, macht am meisten Schaden, auch wenn es resisted ist. Der hat Focus Blast, trifft ihn auch noch, war klar.
Und wir überleben mit 7 KP. Holy shit. Ah, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir machen mal eine Runde Protect. Flamethrower. Ja, war klar, weil wir low sind. Gut, darauf wollte ich nämlich scouten und dann heilen wir jetzt eine Runde. Full Restore, zack, zack. So, aber ja, Freunde, falls ihr immer noch ein bisschen schaut, ihr seid auch sehr gerne willkommen in den Twitch-Streams. Ich meine, unser Channel ist eh tot. Es wird keiner wahrscheinlich bis hierhin gucken. Keiner, denke ich. Aber ihr seid trotzdem sehr, sehr gerne willkommen. Natürlich noch ein Focus Blast. Und er trifft jeden. Obviously. Trifft natürlich jeden. Why not? Why not? Ich glaube nicht mal, dass wir outspeeden, oder? Na. Er trifft einfach jeden Focus Blast, Alter. Es ist doch ein fucking Witz, Mann. Boah, das ist doch ein Witz. Schon wieder von Mega Glurak Ypsilon deleted zu werden, Alter. Ich raste noch aus, Mann. Ey, dieses Mon in der Sonne, Mann. Was mache ich dagegen? Das outspeedet mich halt. Ich kann dagegen nichts machen. Ich glaube, ich habe auch keine Beleber, oder? Doch, ich habe Revives. Wer ist mein schnellstes Mon? Aber ich glaube, ich habe 154, 160, 161. Yeah, ich werde es nicht outspeeden. Minx ist nur ein Speed schneller und das war, glaube ich, auch langsamer. Glaube ich. Ah, Protect. Zauberbeam hat aber, glaube ich, nur 5 Aufladungen, oder nicht? Focus Blast. Okay, er hat keine Aufladung mehr. Und er hat jetzt zweimal den Focus Blast gemisst. Hättest du das nicht vorher missen können? Gut, Solar Beam hat 10 confirmed. Dusknoir. Oh, das kann ein ekliges Mon. Das kann ein ekliges Mon sein. Okay, unser Schaden. Na, wir sind tot. Oh mein Gott, wir überleben das. Ich kann aber auch nichts reinwerfen. Ich muss heilen. Aber ein Crit, GG. Wir sind zwar schneller, aber ich kill mich halt mit Life Orb. Deswegen Fire Punch, weil wir low waren, ne? Ja, die AI ist sehr, sehr weird in dem Game. Aber gut. So. Dann ist das Ding auch tot. Und Xatu, genau. Perfekt, ja. Wusste ich noch, dass er noch einen Mon hat, weil sonst hätte ich jetzt, glaube ich, gefroht. Ich meine, wir haben Gardevoir in the back, aber das outspeedet ja nothing, haben wir ja schon bemerkt. Deswegen, ja, goodbye. Alright, so. Perfekt. Dann haben wir gewonnen und den Encounter hier auf der Victory Road werden wir beim nächsten Mal machen. Ich werde alle Pokémon gleich heilen. Alle Pokémon auf 75 einfach bringen, damit die Trainer ein bisschen schneller vonstatten gehen, weil wir haben eh an sich keine Nuzlocke, trotzdem will ich irgendwie das Level Cap ein bisschen einhalten. Weird, ne? Ich habe zu viele Nuzlocks gezockt. Alles einhalten, nur noch einen Encounter, obwohl kein Nuzlocke, Level Cap, obwohl kein Nuzlocke ist, aber egal. Freunde, wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst dem Ganzen doch einen Daumen nach oben, das supports kein Mord. Über das YouTube-Thema, wie es mich geschliffen hat und so, habe ich voll vergessen, erzähle ich dann im nächsten Part, I guess. Ja, I guess so. Also, Freunde, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben nicht vergessen, bla bla bla. Und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut, ich bin raus. Peace.